Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, hier bei Brötchen und so und zu einem neuen Video. Erstmal vielen Dank fürs Einschalten, freut mich sehr. Und ja, nun viel Spaß beim folgenden Video und Commentary. Heute habe ich mal wieder ein paar Themen vorbereitet und welche das genau sind, erfahrt ihr nun. Der erste Thema wird sein, Shotguns überpowered. Jeder von euch, der Battlefield spielt, weiß es, merkt es, wie nun die Shotguns überpowered sind. Jeder zweite oder dritte spielt einfach in einer Lobby eine Pumpgun jeglicher Art und sie nerven einfach so tierisch. Die sind einfach wirklich, sie machen sogar auf den übelsten Rangen richtig krass Schaden gegenüber früher. Ja, die haben die Pumpguns einfach total hochgesetzt und mit der neuen Distanz Modus, sag ich mal, also halt, dass die Waffen auf Distanz weniger Schaden machen, merkt man bei den Shotgun überhaupt nicht. Das wurde eher, ja, stärker gemacht. Man macht einfach, wirklich, man macht so viel Schaden auch auf Distanz, das ist schon richtig nervig. In jeder Lobby wirst du einfach von irgendwelchen Pumpguns Hurensohns geholt, das nervt. Wirklich, das ist momentan der größte Abfuck, das, was mich am meisten abgefuckt hat vom ganzen Frühlingsbatch, ja, wirklich. Leute, schaut einfach mal auf YouTube hier ein paar Shotguns überpowered, also so ein paar Themen, wo jemand live, zum Beispiel, ich habe letztens ein Video gesehen, wo jemand live ein paar Pumpguns gezockt hat. Auch Battlefield 4, auch Spring Patch basierend, ja. Das ist einfach so, ah, ja, und ich habe einfach keinen Bock auf Pumpgun, also ich habe wirklich, ich mach das nicht, ja. Empfehle ich euch auch, bitte lasst das, spielt einfach normale Sturmgewehr oder sowas, aber bitte lasst bei den Pumpgun. Und vorhin waren wir schon, oder habe ich schon angesprochen, und zwar den Frühlingspatch. Denn Battlefield hat nun unter den News im Battlelog Antworten zum Frühlingspatch gegeben, ja? Nennen wir es mal Antworten. In dem Artikel heißt es, dass sie die häufigst gestellten Fragen beantworten wollten, oder beantwortet haben jetzt hier, damit der Feedback quasi so ein bisschen erspart wird, ja? Dazu sagen sie noch, wir haben sehr viel Aufregung und Freude, aber auch viele Fragen und Feedback dazu gesehen, also jetzt zum Frühlingspatch. Und dann schreibt einfach mal Battlefield nur, sag ich mal, übers Positive, ja, die beachten nicht das ganze Negative. Ihr könnt einfach mal, bei Battlelog vorbeischauen, der Newspost ist in den Kommentaren, was sie da alles geschrieben haben. Ich möchte da jetzt nicht ganz so drauf eingehen, weil das wird zu langweilig. Man merkt einfach wieder, dass sie nicht auf das Negative eingegangen sind und einfach das Spiel, ich sag mal, anders verkaufen wollen. Finde ich persönlich sehr nervig und ein Kommentar davon kann ich auch völlig verstehen. Da hat nämlich der Psycho90 geschrieben, in Anführungszeichen, bitte vergesst nicht, dass wir immer offen für Feedback und Fragen sind. Quasi der Zitat von Battlefield. Das sollte ich dazu sagen. Selten so gelacht. Mal ganz ehrlich, seit 2 Wochen glühen die Threads in den Foren und diese Stellungnahme ist das einzige, was zu Seiten Dice gebracht wird. Vielleicht sollte man auch mal nun auf das negative Feedback eingehen und sich eingestehen, dass man mit diesem Patch nun mal einen absoluten Tiefpunkt erreicht hat. Und das ist es. Dieser Kommentar fasst meine ganze Wut eigentlich komplett zusammen. Wirklich, der Frühlingspatch hat nur Negatives, ich sag mal, gegeben. Zum Beispiel die Helis. Wer viel Heli fliegt, wer viel ja auf Kampfhubschraubern geht, etc., der weiß es auch, was einfach da komplett verändert wurde. Man kommt weniger zurecht, man macht weniger Kills, es ist einfach schwieriger geworden. Es gibt dazu aber auch 100.000 Videos, ich möchte da jetzt nicht ganz genau auf eingehen, ich möchte das Video eher ein bisschen allgemein halten. Aber auf jeden Fall schaut bei diesem News-Post vorbei, wirklich, es hat bei mir wieder Aggression ausgelöst, was dieser Spring-Patch einfach ausgeübt hat. Und ich hoffe, mit dem baldigen Sommer-Patch wird sich das wieder ändern. So, dann kommen wir nun auch schon zum dritten Pluspunkt, zu einem kleinen, und zwar zu Gast-Gameplays, ja? Ich habe vielleicht vor, hier auf YouTube Free-to-Use-Gameplays hier hochzuladen, die ihr dann quasi als Gast-Gameplays verwenden könnt. Das heißt, ich lade hier ein Free-to-Use-Gameplay hoch. Tu dazu in der Videobeschreibung einen Link, wo ihr euch das downloaden könnt. Und dieses könnt ihr dann einfach bei euch im Video, im Commentary oder was auch immer ihr damit anstellen wollt, verwenden. Einzige Bedingung, ihr erwähnt uns im Video und verlinkt uns in der Videobeschreibung. Mehr wollen wir gar nicht. Das wären, also ich weiß nicht wie und wann wir das machen werden, aber auf jeden Fall haben wir das vor, so zu machen. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr davon haltet. Außerdem muss ich noch sagen, ich habe ein paar Gameplays bei Commander Krieger eingesendet. Vielleicht haben wir mal Glück, dass mein Gameplay mal in den ein oder anderen Video dabei ist. Könnt ihr mal vorbeischauen und schauen und mich darauf dann hinweisen. Wäre sehr nett.
Und dann noch, was sehr nett ist, sind die neuen fröhlichen Nachrichten. Denn ich habe heute meine Prüfungsnoten bekommen und habe einen erweiterten Abschluss. Das heißt, ich habe, ja, bin, ich sag mal, gut in der Schule dabei gewesen, habe jetzt einen schönen Abschluss, sehr, sehr geil, freut mich sehr. Bald ist, ja, Schulende, dann habe ich nochmal Ferien, ich habe nämlich eher Ferien als die anderen hier in Niedersachsen. Ja, das war's eigentlich schon, ne? Natürlich sehr freudig. Gut, sonst, ja, das war's dann eigentlich zu diesem Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Einfach mal bitte in die Kommentare schreiben, was ihr davon alles haltet, weil, regt mich einfach so auf, wirklich, ich krieg dabei solche Aggressionen. Aber kackegal, alle Links in der Videobeschreibung, diskutiert in den Kommentaren, etc. Einfach mal, ja, keine Ahnung, mir fehlen jetzt wieder die Worte, weil ich mich so aufgeregt habe. Kackegal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, abonnieren, kommentieren, was auch immer das Herz begehrt und ciao, Leute.